So, alle Mons sind vollgeheilt. Unsere Taktik steht. Auf zu Seida. Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Okay, Leute, es ist wieder soweit. Wir gehen ins Stadion. Die Ränge sind gefüllt. Unsere Gegnerin erwartet uns auf der anderen Seite. Und zwar barfuß. Aber mit einem Handschuh. Wir haben auch einen Handschuh für den Grip am Pokéball. Willkommen, Arena Challenger. Sei gegrüßt. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Okay, Seida. Dann zeig mal, was du drauf hast. Bin sehr gespannt. Oh yeah, let's go. Kampfpose ist am Start. Capoeira. Das ist natürlich ein praktischer Lead, vor allem wenn er jetzt Bedroher hat. Okay, Giga Dynamax ist ready. Wir hauen wirklich einfach die Reflektor-Taktik raus. Okay, Ruckzuckhieb. Macht, ganz schön ordentlichen Schaden. Ich habe gar nicht darauf geachtet, welches Level dieses Capoeira jetzt ist. Es ist Level 34. Oh, Scheiße. Das könnte wirklich problematisch werden, ne? Wenn das erste Mon schon Level 34 ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich ohne Heilen, also ohne einen Trank einzusetzen, hier durchkomme. Was ja eigentlich immer mein Ziel ist. Oh, die Verwirrung könnte richtig gut sein für uns. Wenn wir über Half-Life zum zweiten Pokémon kommen, wäre ich richtig happy. Nein, leider nicht. Okay, was könnte kommen? Was hat sie wohl? Welches, vor allem welches neue Kampf, welches Dynamax-Pokémon hat sie? Das ist, glaube ich, was mich gerade am meisten interessieren sollte. Okay, Level Up. Für Schmoxel ist uninteressant. Für unseren Käfer ist ganz praktisch. Pandrago. Gut, da müssen wir halt auf jeden Fall raus, ne? Ist halt einfach ein Unlicht-Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir einen Unlicht hier tanken. Ich würde sagen, Sir Lauch sollte da eigentlich ganz gut mit klarkommen. Wir können wirklich auch überlegen, in der Theorie, ob wir Zornklinge hochstecken. Über Kopfwurf? Wieso gehst du für eine Kampfattacke? Oh, weil er mich raushaben wollte. Okay. Dann wird er das doch jetzt bestimmt nochmal einsetzen, ne? Aber Käfertrutz wird halt gar nichts machen, ne? Jetzt kommt der Nachthieb. Vielleicht tanken wir den noch. Das war ein Crit. Es war ein Crit! Okay, das war jetzt echt unlucky. So, Frage ist, was kann Shimkek jetzt machen? Wie viel Schaden machen wir mit diesen komischen Trommelschlägen? Das ist so ziemlich, was jetzt die interessante Frage ist. Erstmal ein Bitch-Slap kassiert. Okay, Kraftschuh. Das ist eigentlich ziemlich gut für uns. Weil er ist halt 100% langsamer. Er überlebt die nächsten Trommelschläge auf keinen Fall. Und das heißt, wir sind full-life, wenn das Giga-Dynamax-Pokémon reinkommt. Weil ich glaube, sie hat auch drei Pokémon, wenn ich das richtig gesehen habe. So, das heißt, jetzt kommt irgendwas auf Level 36 rein. Würde ich schätzen. Okay, Schmoxel Level 21. Oh, unser Reflektor hört auf. Es ist ein Lauchzolot! Ah! Das ist halt einfach nur cool. Okay. Ich gehe davon aus, dass er auf Zornklinge geht. Wir Giga-Dynamaxen und gehen einfach auf Dynaflora. Wir Giga-Dynamaxen zuerst, das ist gut. Das ist gut. Weil irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass wir dann erst angreifen, bevor er Dynamaxen oder sie Dynamaxen kann, der Gegner. Okay, wir haben ein riesiges Trommelmonster. Yay, jetzt wird gerockt. Okay, 181 KP ist natürlich eine sehr nice Base. Er setzt Scanner ein.
Aber genau, man kann die Düna-Attacken nicht, das ist wie Z-Attacken, man kann die nicht wirklich schutzschilden. Da kommt trotzdem ein bisschen Damage durch. So, jetzt hat er natürlich den Vorteil, dass er angeschwächt ist und ein bisschen Heilung kriegt durch das Grasfeld. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung gerade, das ist nicht ihr letztes Pokémon. Ich habe zu früh gedynamaxt. Scheiße, nein. Okay, gut, wir haben noch eine Runde Dynamax gegen ihr Dynamax-Pokémon. Ich hab's nicht. Oh, ein Dynamax-Lauchzulotz wäre halt mehr als nice gewesen, ne? Auflockern? Oh. Warte, Auflockern hebt jetzt Reflektor und Lichtschild auf? Was? Hebt das dann auch noch Tarnsteine und so auf? Ich weiß ja nicht. Ich habe dafür derzeit keine Verwendung. Ist cool, dass es das kann, aber jetzt gerade ist es uninteressant. Bleib standhaft. Wir gemeinsam geben unser Bestes. Machomai! Gar kein neues Mon, sondern Oldschool. Okay. So, wir haben noch eine einzige Attacke. Wir haben noch eine einzige Attacke im Dynamax-Modus. Danach wird's kritisch. Wenn du, dann schlagen wir eben mit dem Dynamax zu. Okay. Ah, Machomai hat sogar eine eigene richtige Dynamax-Form mit den Armen und so. Interessant. Okay. Wie viel Schaden machen wir ihm jetzt und wie viel Schaden macht er uns? Das ist die große Frage. Oh, wir haben ihm guten Schaden gemacht. Düna Dunkel. Okay, er geht nicht auf den Stab. Das macht nicht so viel. Das Problem ist jetzt halt, unsere Spezialverteidigung sinkt. Das kann uns egal sein. Wir kriegen ein bisschen Heilung. Er allerdings auch. Okay. Wir sind wieder normal groß. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einen Hit tanken. Und ich weiß nicht, ob er noch eine Trommelschläge tankt. Nein. Nice. Gut, dann haben wir das gewonnen. Sehr schön. Also Shimkek scheint auf jeden Fall stark zu sein. Ich glaube nicht, dass es schwach ist. Okay, nochmal ein Upgrade für Turbomarsch, Moxel und Locke. Und dann haben wir sie besiegt. Nice. Ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Oh! Ein Brimova entwickelt sich schon. Okay, Locke, zu was wirst du denn? Dann wissen wir auch, was Betis als nächstes hat wahrscheinlich. Was ist das denn? Brimano. Ah ja. Empfindet jemand starke Emotionen, bringt es ihn auf gewaltsame Art zum Schweigen, egal um wen es sich dabei handelt. What? The fuck? Okay. Chill, Bruder. Chill. Okay, Heilwoge ist uninteressant für uns, glaube ich. Aromaku kann ganz cool sein. Ja, nehmen wir Heilwoge weg, weil Doppelkämpfe gibt es hier nicht so viele. Ja, nehmen wir halt Wirbler. Alles klar, Alter. Was ein Pokédex-Eintrag schon wieder. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Okay. Jetzt haben wir schon 4. Von 8, die Hälfte. Erst. Du kannst dieses Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jeder dieser Erlebnisse wird euch eure Herzen stärker werden lassen. Und damit haben wir die Kampfarena geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Seidehamster. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Vergeltung. Ah, okay. Ist ganz nett, aber... Nee. Eine unserer Uniformen bekommst du natürlich auch obendrauf. Bitte auch hier wieder die bauchfreie Version. Das wäre einfach zu lit. Den Kampforden hast du dir regelrecht verdient. Nur weiter so, Hamster. Okay, jetzt hat sich das Sortiment wahrscheinlich wieder erweitert. Perfekt.
Können wir jetzt Hyperbälle kaufen? Nein. Aber Hypertränke. Davon sollten wir mal ein paar auf Lager haben. So für den Notfall. Ne? Hiervon würde ich auch gerne nochmal ein paar wieder mitnehmen. Und wenn wir jetzt noch keine Hyperbälle kaufen, doch Hyperbälle kaufen können, auch nochmal ein paar Superbälle dazu. Sehr schön. Okay, Dankeschön. Und technisch gesehen könnten wir uns jetzt sogar noch mehr Uniformen kaufen. Vielleicht, wenn ich eine Uniform kaufe, vielleicht kann ich die dann anziehen. Das sieht dann ganz cool aus. Die Bodenuniform ist eigentlich ganz okay. Die Fluguniform sieht eigentlich cool aus, aber diese Leggings sehen dann super merkwürdig aus einfach. Die Normaluniform, okay. Gift. Ich finde, Gift sieht eigentlich ganz cool aus. Kaufen wir die einfach mal. So. Kann ich die jetzt irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay. Also vielleicht ist das wirklich nur für online oder so, dass man die Uniform dann auswählen kann oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir mit der Kampfarena durch. Woll, woll. Ist Sania wieder da? Ha? Ich glaube, mein Woll, die mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Paspek, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir ein letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Bumm! Aha! Der Riss hatte also etwas zu sagen. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldi. Eigentlich würde ich ja jetzt erst Pokémon heilen, aber der Dramatik wegen... Ich komme sofort! Es ist bestimmt ein Notfall, der einen wichtigen, zukünftigen Champ benötigt. In einer hässlichen Scheiß-Radler-Uniform. Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn du den letzten Wunschstern gefunden hast. Raya. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patina Raya. Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für die Wunschsterne suchen zu dürfen. Okay. Ah, nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Okay, ich hoffe, unsere Pokémon sind geheilt. Mitodos, okay. Ist Gott sei Dank noch nicht die letzte Entwicklung, aber unsere Pokémon sind geheilt, sehr schön. Okay, ich würde sagen Lichtschild, weil wir haben den Lichtlehm drauf. Davon sollten wir einfach Nutzen machen, finde ich. Auch wenn der Silberstaub jetzt vielleicht... Oh, hallo? Ich erkenne da einen Muster, Kollege. Machst du mir etwa nach? Wir sollten das Matchup trotzdem gewinnen, weil wir haben einfach eine sehr effektive Attacke und wir senken jetzt einen Spezialangriff. Und ich glaube nicht, dass er... Wobei, er könnte Abschlag spielen, oder? Mit dieser Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Psychoschock. Oh, okay. Das ist natürlich smart, aber trotzdem ist ein Spezialangriff gesenkt. Von daher juckt mich das einfach überhaupt nicht. Ne? Also wirklich gar nicht. Ich meine, seine Weiterentwicklung könnte Abschlag erlernen. Ich weiß halt nicht, ob Mitodos schon Abschlag erlernen kann. Aber wenn das nicht einsetzt, wird das wohl auch nicht haben. Das heißt, Psychoschock, ja, das macht halt gar keinen Schaden. Und dieser Käfertod sollte jetzt schon ausreichen. Aber die Frage ist halt, können seine anderen Pokémon auch Psychoschock? Dann ist mein Lichtschild natürlich komplett gewastet gewesen, was natürlich sehr schade wäre. Mal sehen, was hat er denn jetzt? Hypnomorba. Ja, schauen wir einfach mal, was kommt, ne? Ich meine, wir senken halt immer noch den Spezialangriff durch Käfertrutz, was halt super praktisch ist in dem Matchup gegen Betis. Ich habe schon wieder Unbeugsamkeit vergessen, ich hasse mein scheiß Leben. Okay, dann müssen wir jetzt hier raus. Okay. Das ist jetzt richtig scheiße. Wir haben Wirbler auf Locke. Wir haben aber auch Knirscher auf Turbomar, fällt mir gerade auf. Das ist jetzt hier... Ich würde dieses Hypnomorba gerne schnell wegkriegen. Auch wenn es nur plus 1 ist. Und es natürlich noch nicht voll entwickelt ist, aber... Okay, dass ich ausgewechselt bin. Ich würde es jetzt einfach gerne schnell wegkriegen. Und Knirscher, geboostet von Titankiefer, sollte damit einfach kurz Prozess machen.
Das Lichtschild sollte auch noch eine Runde draußen bleiben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, wir stehen sogar noch hinterm Lichtschild gegen sein nächstes Pokémon. Gegen Dimano. Er hat es also auch entwickelt, okay. Vorahnung, er erschaudert. Stimmt, das ist ja gar kein Feen-Pokémon. Wieso dachte ich die ganze Zeit, das wäre ein Feen-Pokémon? Das ist doch ein Psycho-Pokémon. Es sieht nur so aus wie ein Feen-Pokémon. Okay, dann hätten wir ihn besiegt. Perfekt. Jetzt hört das Lichtschild auf zu wirken, aber das kann uns vollkommen egal sein. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga-Präsident Rosé. Oh wait, er hat noch eins. Ein Ponita. Ist das Typ Fee oder ist das Typ... Ist anscheinend Typ Psycho auch. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre Typ Fee. Würde auch besser passen. Aber okay. Der Knirscher macht halt sehr kurzen Prozess mit seinem Team. So, noch ein Level-Up für Chimkek. Da muss was falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Du kannst das noch 10-mal wiederholen, Junge. Gegen den Knirscher machst du gar nichts. Wie kann das sein? Warum kommt der mir ständig so ein Taugenichts in die Quere wie du? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Ach, der Elite-Trainer, dem die ganze Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arena Challenger Betis. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patinajara von Präsident Rosé ausgeliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach eine antike Stätte demolieren. Was kümmert sie ein paar alte Steine, wenn es nicht auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass es dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Ach, wenn sie wirklich eine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Betis, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass ein gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Dabei schickte ich dich damals auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich vor dir, in dir, und wollte dir deshalb die Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Das kann nicht... Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena-Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und Sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen? Du hast ihn gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du der bei mir überlassen. Alter, wie die Polizei hier. Ah, da sind ja auch Sania und Hamster. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Rosé ihn damals unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Ich glaube nicht. Oh. Zwei Hundis. Flashbacks. Oh, die Wandteppiche. Die Statue in der Dingens. In dem Hotel. Und jetzt diese Statue. Was könnte dies bedeuten? Es ist ein Rätsel, das keiner von uns je zu lösen vermag. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Das war ein Vorschulkinderbild. Ist doch scheißegal. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis von der Legende Galas am meisten? Ich würde eigentlich sagen, die zwei Keks im Hintergrund, aber ich sag mal die Pokémon. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und einen Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst irgendwas an den Statuen aufgefallen?
Ja, es sind wieder zwei Helden, ne? Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn da nur eine einzige Heldenstatue steht. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man schließlich nur noch an das Schwert und das Schild sich erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden. Und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder an der Arena-Challenge widmest, sollte ich dir helfen. Als nächstes geht es für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Mädel, ich brauche nicht so viele Beleber. Hör auf! Lass es! Meine Güte, ey. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Stätte anstellt, wie hieß sie noch gleich? Sania, genau. Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Jo. Was? Es gab mehr als einen Helden? Und ein Pokémon war auch dabei? Also ich fand das Kunstwerk vor Becher. Ja, wahrscheinlich, weil du es gemalt hast. Das kann ich mir vorstellen. Ja, okay. Das heißt, wir haben hier auf einmal jetzt richtig krasse News. Die Sache mit der antiken Stätte muss ich meinen Leuten in Fairbelly erzählen. Wo ging es noch gleich nach Fairbelly? Ach ja, durch den Wald mit vielen Pilzen. Okay, wir heilen einfach mal kurz unsere Mons auf und dann können wir uns ja schon mal auf nach Fairbelly machen. Ne? Hier, Passbeck war ja nicht so viel. Da ist man ja recht schnell durchgekommen.